Heute möchte ich Ihnen gerne einen kurzen Einblick in barocke Quellen geben. Und zwar befinde ich mich im Stiftsarchiv von Kremsmünster und zeige Ihnen ein Rechnungsbuch, die sogenannte Kammereirechnung des Jahres 1725. Jakob Brandauer war hier in Kremsmünster von 1710 bis 1725 tätig. 1726 erkrankt er schwer und schafft es nicht mehr nach Kremsmünster zu reisen und stirbt dann im Herbst 1726 auch. Das heißt, das Rechnungsbuch des Jahres 1725 verzeichnet seinen Namen das letzte Mal. Werfen wir doch noch mal jetzt einen Blick in dieses Rechnungsbuch. In dem Rechnungsbuch werden zuerst die Einnahmen verzeichnet und danach folgen die Ausgaben. Am Rand hat man immer Nummern und diese Nummern beziehen sich auf die Beilagen, die ich Ihnen kurz zeige. Hier. Das heißt, es ist so, wie wenn Sie in den Supermarkt gehen und dort eine Quittung bekommen, dann haben Sie, wären das auch die Beilagen und wenn Sie dann Ihre einzelnen Rechnungen jahreweise nach Themen geordnet in ein Rechnungsbuch eintragen, dann wäre das so etwas wie das Kammereirechnungsbuch. Ja, und jetzt schauen wir mal, wo denn hier der Eintrag zu Jakob Brandauer ist. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Hier unter der Nummer 235. Ich zeige Ihnen das auch mal. Da steht Nummer 235, den 28. Oktober, Jakoben Brandauer, Baumeistern, sein heurige Bestallung in der Höhe eben von 100 Gulden, item, also auch für zwei Reisen an Hero, gemeint hierher nach Kremsmünster, 30 Gulden. Und wegen ein und anderen gemachten Grundrissen, Rekompens 70 Gulden, in allem zahlt 200 Gulden. Das heißt, am 28. Oktober bekommt der Jakob Brandauer in Kremsmünster sein Jahresgehalt in der Höhe von 100 Gulden. Er war zweimal im Stift, zwei Reisen hierher, 30 Gulden, das heißt 15 Gulden Aufwandsentschädigung pro Reise. Und außerdem bekommt er extra für den einen oder anderen gemachten Grundriss einen Rekompens, also eine Entschädigung in der Höhe von 70 Gulden. Und zusammen macht das eben 200 Gulden aus. Und im Falle von Kremsmünster ist es wunderschön, weil sich eben diese Rechnungsbücher samt den Beilagen erhalten haben. Die Beilagen sind nicht lückenlos, aber doch in dichter Folge erhalten. Und das ist natürlich eine wunderbare Quelle und eine wunderbare Ausgangslage, wenn man hier im Archiv arbeitet.